Hoffen können wir nicht, ne? Ja. Das ist hier das Zielgebiet. Also mit solchen Schuhen zu schwimmen, das finde ich schon... Ah, guck mal da. Ah, da ist die Kiste. Wollen wir denn da bitte... Ah, hinschwimmen. Hinschwimmen. Das ist der Schlüssel. Freut mich, dass ich die gut parkieren. Das ist sehr schön zu hören. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Ist ja auch Ostern. Ja, da gibt es immer bunte Eier. Island des Halsband. Okay. Es ist bestimmt einfach nur ein komischer Titel. Halsband. Aha. Erhöht im Kampf die Wirkung von heilenden Aktionen. Okay. Schade, muss ich dazu sagen. Schade, dass man diese Dinger dann eigentlich nie sieht. Ne? Komm, Mädels. Noch mal nass werden. Tut mir eher leid, ey, wegen seiner Knarre. Und Alisea, hast du schon zwei Flaschen Eierlikör? Ich weiß nicht, seitdem es diese Werbung gab mit der älteren Dame und zwei Flaschen Eierlikör zu Ostern, dann geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. So, und dann haben wir die Stelle. Eierlikör ist nice. Ja. Wird ja auch cool. Man wird ja schön von betrunken. Nein. Also davon betrunken zu werden, ist schon hart. In der Fabrik. Ja, da. Ich muss es mit dem Zug besuchen. Deswegen ist der Fokus mir hinterher. Ein Stockwerk höher. Okay. Nicht mit dem Koppel ein Stockwerk höher. Mal hier nach, ob hier noch irgendwas in der Ecke ist. Geht alles nach oben. Okay. Immer ein Stream zu gucken. Okay, das ist auch eine Option. Nur eine Flasche? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Du musst zwei haben. Sagt schon die Werbung. So, dann muss ich noch. Fiana, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Kommen hier dem Schokobo ein Hoch. Verkehrt. Und picken. Ne? So. Suche man dann Säne, suche man dann Säne. Die ist jetzt unten? Ja.
Gehen wir wieder nach unten. Pass auf, wenn ich jetzt hier unten schnuppere, muss ich wieder nach oben. Doch nicht. Rüstungsmodifikation, ja. Okay. Ich hab meinen Ordner auf, freue mich jetzt auf das lange Wochenende. Da freut sich jeder drauf. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Das ist ein Rennstrauß. Ja. Ein Urlaubsrennstrauß. Wir haben Super Speed. Gegen Flower Power. Wir haben zwei Gänge halt. Irgendwo muss doch aber hier noch was sein. Ja. Hey Red, schieb mal deinen Kuppel zur Seite. Jetzt wird er wieder sagen, es ist oben, ne? Ist es hier? Und bitte. So. Haben wir hier alles. Da gucken wir uns einfach gleich. Welcher Motor? Das ist der Chocobo V2. Komplett neutral. Keine schadhaften Ausstöße. Nur in der Standzeit. Hat noch einen kleinen Turboantrieb. Nannte man auch Furzantrieb. Ist aber ein reines Cabrio, ne? Also. Volker, danke für den Superchat mit 2 Euro. Ich könnte dich gerade knutschen. Sag mal, deine Frau, sie soll dich knutschen. Natürlich ein Herzchen da drauf. Muss ja sein. So, dann haben wir die Ecke auch gemacht. Da oben ist ja auch nochmal ein Kampf. Dann müssen wir eh runter. Heißt, wir werden jetzt hier die Schnellreise machen, da dann auch die Nebenmission noch mit abgeben, aber oben ist ja auch nochmal Schatz suchen. Was ich eh machen will. Zack. Das dort hinten. Oh, ups. Ah, hier willst du nicht hoch überklettern, alles klar. Mädels werden heute aber wieder ganz schön. Ja, wir haben Strandsachen an, also da schadet das nicht, ne? Also. Du musst nicht dein. Da. Ja. Und da haben wir den ersten Schatz. Hallo. Machst du mal auf? Du bist gestern schon offen gefahren. Naja, gestern war ja auch dementsprechend das Wetter, ne? So, wo ist der andere Schatz? Muss ja immer in diesem kleinen Radius sein. Theoretisch würde ich ja dort fahren dürfen. Wie gut, dass wir schon wissen, was und bei den Mädels unter dem Ding ist. Also jetzt nicht so eine große Angst haben, dass man da was sieht. Oder Schatz Nummer 2. Heißt, es muss dann hier oben sein.
Das ist schlecht. Oh, ernsthaft, Blutchen. Oh, ist nur mal dran. Irgendwie die gleiche Animation, ne? Diese runterspringen. Und da ist die andere. Dann mach doch mal die Augen auf und lass dich nicht abdenken. Aber wenn man halt so viele Mädels um dich herum hat und meine Frau dann auch noch rechts neben mir. Oh, dann bin ich so wuschig. Ja, du bist ja ganz artig. Ja, ja, klar. Und dann wieder dieser Unschuldsblick von mir. Doch schon wieder zusammen. So, hoch damit. Freut mich wie einer, dass es dir gut geht. Gut, dass Bruder da ist. Der ist stark für 100. Was treibst du zu Ostern? Du zum Glück nicht außer Eier suchen. Bruder, hast du das Zeug gefunden? Alles abgeben. Wow! Du hast tatsächlich alles wiedergefunden, wie es aussieht. Damit werden wir zaubern. Unser Bruder ist und bleibt halt was ganz Besonderes. Also gut, wir bringen den Krempel dann schon mal zum Strandhotel, ja? Das wäre dann hier alles, oder? Also, da ist noch ein Trupp von uns ausgezogen, um Ersatzteile für den kaputten Boiler zu finden. Was? Es gibt noch mehr von euch? Wäre toll, wenn ihr denen auch helfen könntet. Die sind zu der alten Fabrik aus Republikzeiten gegangen. Wenn ich mich nicht täusche. Echt nett von euch, Leute. Man wusste ja, es gibt nur Probleme. Alter, ich muss genau lesen, was da steht. Ich habe gerade gelesen bei Fiala. Familientreffen um das jüngste Gericht. Ich habe einfach so weitergelesen. Oh, Entschuldigung. Um das jüngste Familienmitglied kennenzulernen. Meine Schwägerin hat kürzlich ihr zweites Kind bekommen. Oh, Glückwunsch. Ah, wie kommt man da dann auf jüngstes Gericht? Naja, okay, ich habe halt nur jüngstes und habe dann... Ja, ihr wisst, wie ich denke. Oh. Jetzt muss ich da eigentlich schon die ganze... Oh. Gut, komm. Da. Eine Reise. Also keine Absicht, Fiona. Also wir wollen noch etwas warten, um die Welt in den Abgrund zu stürzen. Ja, ich weiß, Schatz. Es kam einfach so über mich. Es kam so einfach über mich. Hey, Bruder, hätte Überraschung. Johnny hat mich gebeten, sehr schön zu helfen. Johnny? Meint er damit etwa dich? Ich war das nicht. Dann etwa mich? Unsinn, als wärst du jemand so vorausschauend. Hä? Was soll das denn heißen? Zum Totlachen. Ihr solltet damit auftreten, Jungs. Ich wette, ihr könntet ganz groß rauskommen. Stimmt's? Wie sieht's aus? Wir sollten ein Ersatzteil für die Reparatur des Boilers auftreiben. Aber das wird wohl nicht mehr hergestellt. Also haben wir beschlossen, selbst eins zu bauen. Und deshalb suchen wir jetzt einen Synthese-Chip. Hattet ihr Erfolg? Wenn wir doch bloß einen Chocobo hätten. Überlass das mir. Yippie! Wir suchen nach einer Bauanleitung für ein Boilerventil. Wenn ihr den Chip gefunden habt, könnt ihr euch eigentlich auch gleich direkt ans Werk machen. Hey! Davon war ursprünglich aber nicht die Rede. Ihr seid echt dufte. Wie war das? Man reicht den kleinen Finger und der ganze Körper wird genommen? Du hast den Chip gefunden, Bruder? Na bestens. Dann brauchst du ja nur noch das nötige Zeug für die Herstellung. Ich drück dir die Daumen. Lass mich mal ins Menü. Ja, das da. Ja, haben
haben wir sogar schon alles zusammen. Oh, ich bin vorausschauend, ne? Wenn man kein Schokobo zu hat. Oh, fantastisch, Bruder! Damit können wir den Boiler reparieren. Jetzt gehören die Eisduschen der Vergangenheit an. Dann können wir ja jetzt Johnny Bescheid geben, dass wir alle von ihm gefunden haben. Also, was das betrifft, einer wäre da noch. Was? Noch ein Johnny? Er hat sich in den Kopf gesetzt, im Hotel die Krone eines Tomberry-Königs als Trophäe auszustellen. Wollte einen in der Wüste jagen gehen. Ich hoffe, er ist da nicht vertrocknet. Bruder, könntest du nicht nach ihm sehen? Na schön. Bist der Größte! Okay, wir kümmern uns dann mal um den Boiler. Viel Glück bei der Suche, Leute. Ah, ich habe nur Probleme mit denen, ne? Nicht eigentlich sehen, wie viele Federn ich habe. Was könnte das sein? Bus Accessoires? Nicht. Eisenerz. Synthesematerialien. Kleidung. Materia. Währungen. Goldfedern, 5. Dann fehlen mir noch 4 Stück. Das heißt, ich brauche noch 4 Haltestellen. Den würde ich meinen Schokobo auch nicht geben. Nee. Wäre ich ja verrückt. Bin wahnsinnig, aber nicht verrückt. Hier nach da unten müssen wir. Hier haben wir eine Haltestelle, dann kann ich mich mal kurz zwischenhalten. Was macht das eigentlich für einen Unterschied, ob ich mit Schokobo oder mit Links hier bin? Die Zeit, die vergeht? Ja, diesen benutzen. Volker, vielen, vielen lieben Dank für 1 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. So, dann haben wir uns einmal aufgeheilt. Ja, da verrät der Kleine aber auch nicht, wenn er die nächste Haltestelle ist, ne? Dass er dann dorthin läuft. Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Außer mich zu bedanken und knallrot zu werden. Ich bin gerade am gucken, ob ich von Ferne sehe, ob ich hier irgendwo eine Haltestelle habe. Sind das genmanipulierte Seepferdchen? Wir haben feindes Gebiet betreten. Jetzt ist Vorsicht geboten. Seltene Seehippocamp-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Die Hippocamps, bei denen das Männchen die Eier austrägt, gelten als Symbol für Eheglück und Fruchtbarkeit. In dieser Region war es deshalb früher Sitte, Anführern Schmuck aus Hippocamp-Stacheln zu schenken. Die Stacheln dieser Spezies entwickeln sich wegen des reichen und nahrhaften Futterangebots besonders prächtig. Sie sind bei Sammlern begehrt und werden stellenweise zu Preisen von Edelsteinen gehandelt. Ich hoffe, dass mir ein schnuckeliger Typ wie du irgendwann auch mal sowas Kostbares schenkt, Cloud. In diesem Sinne, gib dir doppelt und dreifach Mühe und zieh dem Patienten die Stacheln, okay? Ist es jetzt falsch zu sagen, dass meine Frau meinen Stachel schon hat? Du weißt, wie es gemeint ist. Gut. Oh, die mögen kein Eis. Okay, das ist schon mal sehr schön. Oh, das sind die Dinger. Oh. Heftig. Wir haben Klötchen auseinandergesetzt.
Fertigkeit, Magie. So. Das ist ja echt übel, ey. Oh, Limiter von Mädchen. Oha. Das hätte ich früher gebrauchen können. Hör auf, Faselmädchen. Komm, mach fertig. Geht doch. Ja. Stachel, nicht Stab, Manu. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? So, dann haben wir das. Dann kann ich hier gleich nochmal zur Bank gehen, weil Quirtchen ja nichts mehr hat. Wobei, ich könnte die Heilung benutzen von der Magie. Das levelt ja. Das levelt doch auch so, ne? Wenn ich das so privat benutze? Oder nur im Kampf? Auch so, ne? Immer wenn ich es benutze. Okay. Dann lohnt sich das doch. So, dann nehmen wir mal Ditta. Ja, alles gut. Nur vollgefuttert. Ansonsten alles gut. Ich freue mich, dass bei dir alles in Ordnung ist. Ja, auch wenn bei euch das geblockt ist, kann ich mich dann aufladen. Okay, Weibern, die Schwäche haben gegen Wind, finde ich schon hart. Verkettung. Und nochmal nichts. Mädchen hat auch Aero. Da ja, sogar die zweite Stufe. Nicht so aufgestiegen, sehr schön. Das war wieder eine knappe Sache. Jetzt mal wieder knapp. Ja. So Leute, dann erzählt mal, was ihr so Schönes machen werdet an Ostern. Bis auf die, die es schon gesagt haben. Holger, danke für den Euro. Ich muss dich irgendwann knutschen. Wenn ich dich irgendwann treffe, ne, werde ich dich knutschen. Du hörst ja. Dann wirst du mir verfallen sein. Nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.